Schön, dass ihr einschaltet. Die WildLife-Zeit ist ein Artenschutzformat mit den Artenschutz-News und ich möchte euch heute erstmal unsere Top-Themen vorstellen. Und zwar, das erste ist das Zootier des Jahres. Das möchten wir euch heute einmal vorstellen. Wer es noch nicht gehört hat, der wird erfahren, was das Zootier des Jahres ist. Das Nashorn-Drama im Zoo Erfurt wird auf jeden Fall auch heute Thema sein in der WildLife-Zeit. Und die Eisbären im Zoo Rostock als Punkt 3. Es gibt Elche in Deutschland oder nicht mehr. Vielleicht weiß das einer von euch. Das werden wir heute auf jeden Fall lüften in der Wildlife-Zeit. Und auch Artenschutz für Schmetterlinge. Und wie das funktioniert, erkläre ich euch auch später. Genauso ist auch Thema heute der Schutz des himmelblauen Tageckos. Und unser Spezialgast heute, das ist Marcel Stavignova. Und der kommt aus dem Zoo Dortmund und vom Plumplori-Verein. Man sieht es auch schon an seinem Outfit. Und tatsächlich ist ein Senegal-Galago, den wir jetzt gerade gesehen haben, auch quasi ein Lori-Verwandter, also ein Primat. Und wir werden heute von Marcel ganz, ganz viel über den Plumplori erfahren. Und der Plumplori ist ja ein ganz, ganz besonderer Primat. Dazu hören wir aber später mehr. Erstmal möchte ich euch heute ein bisschen was über die Artenschutz-News erzählen. Aber ganz zu Anfang erstmal herzlich willkommen, Marcel. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon, auch vor allem auf die anderen Themen hier. Ich bin gespannt. Und natürlich ganz besonders, wenn es dann nachher um die Plumploris geht. Ja, da werden wir auf jeden Fall richtig tief ins Thema einsteigen auch und was die Vereinstätigkeit und der Zoo Dortmund alles für diese ganz besonderen Tiere tut. Ich bin richtig gespannt, ich weiß nämlich auch noch nicht so viel. Marcel und ich kennen uns von einer Tagung und ja, ich hoffe, dass wir richtig tief ins Thema einsteigen können und uns insgesamt alle für den Plumplori einsetzen können. So, anfangen möchte ich also heute mit dem Zootier des Jahres und zwar ist das nämlich das Pustelschwein. Wir haben schon sehr, sehr häufig über Pustelschweine hier in der Wildlife-Zeit berichtet und auch über viele, viele andere Themen zum Pustelschwein in unseren Kanälen. Und das Pustelschwein, das ist so bedroht, das kennt keine Sau, Marcel. Das kannst du dir vorstellen vielleicht, dass man viele Schweinearten vielleicht kennt, aber das Pustelschwein ist wirklich ein sehr, sehr unbekanntes Schwein, eine unbekannte Schweineart, kommt aus Asien. Und das ist tatsächlich das Zootier des Jahres und das Zootier des Jahres ist eine Art Artenschutzkampagne, die also quasi jetzt Geld für die Pustelschweine sammelt. Es gibt auch in der Vergangenheit viele, viele andere Tierarten, die schon dafür gefördert wurden. Marcel kennt die ganze Situation auch über das Zootier des Jahres. Der Zoo Dortmund ist auch damit involviert und engagiert. Und ich bin jetzt gespannt, was alles zum Pustelschwein jetzt in Zukunft dazu kommt an Informationen und wer das alles nicht abwarten kann. Wir planen natürlich auch eine Wildlife-Zeit speziell zum Thema Pustelschweine und den Artenschutz und den Zootier des Jahres. Und wer das nicht abwarten kann, der kann jetzt schon mal im Internet gucken unter www.zootierdesjahres.de und da kann man eine Menge über den Schutz der Pustelschweine erfahren und was uns da alles quasi im Laufe des Jahres erwartet. Da freuen wir uns auf jeden Fall beide schon sehr drauf. Ist immer eine tolle Kampagne, Zootier des Jahres von der ZGAP. Und Schweine sind ja sowieso sehr beliebte Tiere. Und deswegen finde ich es toll, dass man jetzt auch eines der bedrohten Schweinearten dann dort diese Bühne sozusagen gibt. Ja, wobei jetzt die Wildschweine zum Beispiel in Deutschland gerade auch durch die ASP, also die Schweinepest, eher nicht so im Fokus stehen oder zumindest nicht in der Beliebtheit. Und um quasi das Eis für die Schweine mal wieder zu brechen, ist das, glaube ich, der richtige Weg, dieses Jahr mit dem Pustelschwein einzusteigen, ja? Auf jeden Fall, ja. Definitiv. Zum nächsten Thema möchte ich euch nämlich jetzt ein bisschen was erzählen. Und zwar habt ihr das vielleicht durch den Nachrichten schon mal gehört. Es geht um die Nashörner im Zoo Erfurt. Da gab es also wirklich eine ganz, ganz traurige Situation diese Woche. Als allererstes ist das Jungtier gestorben. Wir alle haben uns total Sorgen gemacht. Ihr im Zoo Dortmund habt auch Breitmaul-Nashörner. Und das Jungtier ist gestorben, alle haben sich Sorgen gemacht, keiner weiß, woran es lag, also es gab keine Anzeichen, die Tierpfleger haben also nichts vorher bemerken können, es war alles ganz normal wie immer und dann ist das Jungtier gestorben und kurze Zeit darauf ist eben die Mama auch verstorben und das Allertraurigste an dieser Geschichte ist eben noch, dass die Mutter tatsächlich auch schon wieder trächtig war. Ne? Genau, ja. Gerade auch bei uns in Dortmund kam natürlich auch Erinnerung hoch, wir hatten ja mit unserem Willi da auch letztes Jahr einen schweren Verlust hinzunehmen, auch ein junges Nashorn, das gestorben ist und da fühlen wir natürlich auch mit den Kollegen im Zoo Erfurt mit. Ja, also der Zoo Erfurt hat also auch eine lange Tradition jetzt mittlerweile auch schon in der Haltung dieser Tiere und auch der Zoo Dortmund auch, beides Züchter dieser hochbedrohten Tiere. Es gibt noch ungefähr 25.000 bis 30.000 Breitmaul-Nashörner weltweit. Wenn man die Zoopopulation und die Wildpopulation zusammenrechnet, ist es ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Trotz diesen herben Rückschlag muss man einfach das einfach auch so hinnehmen. Natürlich sterben auch mal Tiere, das kann vorkommen. Wir kennen den Zoo Erfurt ganz gut und wissen also beide auch, dass der Zoo Erfurt jetzt alles in Wege leitet, auch über die Obduktion und etc., um das Thema wirklich jetzt zu lösen.
Es kann vorkommen, dass Tiere sterben, da kann sich keiner von befreien. Das werdet ihr wahrscheinlich auch als Haustierbesitzer wissen, dass sowas vorkommen kann. Jetzt gilt es, die Sache zu lösen, herauszuforschen, woran es lag und weiter mit unserer Arbeit zu machen, weil auch in Deutschland sehr, sehr viele Zoos, Gott sei Dank, die Breitmaul-Nashörner züchten, um für den Erhalt sich einzusetzen. Auch wir als Safariland Stupenburg setzen uns zum Beispiel auch dafür ein, für den Erhalt der südafrikanischen Nashörner, sowohl den Spitzmaul-Nashörnern als auch den Breitmaul-Nashörnern und sind also quasi bei Go for Rhino sehr aktiv. Dafür habe ich auch schon einige Sätze verloren quasi in der Wildlife-Zeit, aber das soll heute nicht Thema werden. Heute wollen wir auf jeden Fall erstmal unsere Trauer, dem Mitgefühl und ja, unser Denken an den Zoo Erfurt schicken und hoffen, dass sich diese Sache bald aufklärt und hoffen, dass jetzt, dass es Ja. auch jetzt dabei bleibt und dass alle weiteren Nashörner in den Zoos auch gesund bleiben. So, das nächste Thema ist tatsächlich eher mal was Erfreuliches und zwar geht es Das ist nämlich gut, ja. um Eisbärjungtiere und zwar sind nämlich im Zoo Rostock Eisbärzwillinge geboren. Die sind jetzt auch schon ein paar Wochen alt. Am Anfang, weißt du selber, darf man sie nicht am Anfang stören und so weiter. Die wurden jetzt tatsächlich das erste Mal untersucht und es wurde festgestellt, dass es zwei Mädels sind und das ist natürlich für das Erhaltungszuchtprogramm sehr, sehr wichtig. Eisbären gibt es im Moment, also wie die Breitmaul-Nashörner auch ungefähr 25.000 Stück noch weltweit. Das ist Gott sei Dank, muss man sagen, bei den schmelzenden Polkappen, dass es noch so viele Eisbären gibt. Wir hoffen, dass sie sich mit den neuen Klimaanpassungen auch wirklich langsam auch daran gewöhnen können. Das Eis schmilzt nicht von heute auf morgen, Gott sei Dank. Und die Eisbären sind sehr anpassungsfähig. Das hat man schon in der Geschichte gesehen. Guck mal, jetzt kommt der Ja, Buschi bei dir ich habe vorbei. einen Besucher hier. Ja, der Na wird auch noch du? mal öfter vorbeigucken. Ja, der ist ja echt nett. Ja. Auf jeden Fall geht es den Eisbär-Zwillingen genauso wie Buschi hier bei uns im Wildlife-Service-Büro sehr, sehr gut. Die wachsen also fleißig vor sich hin und es sind zwei Mädchen und das ist für den Artenschutz auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Schöne Grüße an dieser Stelle an den Zoo Rostock. So, weiter geht's mit guten Nachrichten und zwar geht es nämlich um Tiere, die aus Osteuropa wieder nach Deutschland einwandern. Und zwar haben wir ja schon viel gehört. Der Wolf ist zurück in Deutschland, die Luchse sind zurück in Deutschland, viele sind aus Osteuropa nach Deutschland zurückgekehrt. Die offenen Grenzen sind was sehr, sehr Positives für den Artenschutz, was es in vielen Ländern auf der Welt nicht gibt, offene Grenzen. Die Tiere nutzen das natürlich für sich aus und heute soll das Thema der Elch sein. Und tatsächlich ist es so, dass die Elchbestände in Osteuropa in den letzten Jahren tatsächlich gestiegen sind und es gibt auch wieder Elche in Deutschland, sind über Polen nach Brandenburg eingewandert und da gibt es eine Universität oder eine Hochschule in Eberswalde in Brandenburg und die haben jetzt also quasi einen Elch besendet und sammeln da ganz, ganz viele Daten und dann wird der König des Waldes hoffentlich vermehrt in Deutschland vorkommen wieder. Es birgt natürlich Gefahren mit sich, wie beim Wolf, wie beim Luchs, also nicht von den Tieren ausgehend direkt, sondern tatsächlich über Straßenverkehr und so weiter. Und wir werden also viele, viele Daten sammeln, so wie wir das zum Beispiel auch. Ich habe auch in den letzten Wildlife-Zeiten schon mal darüber berichtet, über die Wisente, die also wirklich sich sehr, sehr gut auch in Polen und Tschechien sich wieder etabliert haben. Die ganzen Projekte müssen wir jetzt tatsächlich duplizieren und diese Erfahrungen auch in Deutschland nutzen. Guck mal, du hast schon wieder den Ja, ich bin auch Kasper. ein bisschen abgelenkt von dem Man Buschi merkt hier, das. von dem Du Galago. bist ja heute ganz affin dabei hier, der Aber Kleine. er ist sehr sympathisch auf jeden Fall. Ja, der mag dich auch. Ja, Wahrscheinlich riechst du auch noch ein bisschen nach Pumplori und er ja, weiß das gar kann nicht sein, so, was da vielleicht, genau. los ist. Vielleicht auch nach Helene bei uns aus dem Zoo oder dem Genau. Flori. Ja, perfekt. Aber ein sehr netter Ja. Wir kleiner müssen Kerl. nur aufpassen, dass er nirgendwo runtergerät. Ja, genau. Das nächste Thema ist der Schutz der wirbellosen Tiere. Also wirbellose Tiere sind alle die, die keine Chorda, also keine Rückenwirbelsäule haben. Und da geht es tatsächlich auch um den Schutz dieser Tiere. Die sind nämlich nicht so prominent wie zum Beispiel der Panda, Nashörner oder auch Tiger, sondern die wirbellosen Tiere, das können zum Beispiel Bienen sein. Da haben wir uns auch in den letzten Jahren schon sehr mit beschäftigt. Zum Beispiel Saatgut für Bienen hergestellt mit unserem Tiergartengrünen Saatgut, wo jeder seinen eigenen Tiergarten zu Hause in seinem eigenen Garten anpflanzen kann, um den Schutz der Bienen voranzubringen. Aber Schmetterlingsschutz, da hat wohl wirklich erstmal so keiner was von gehört, wer sich nicht Auf jeden intensiv Fall, mit ja. beschäftigt. Und du bist ja auch Mitglied in der ZGAP Genau, ja. und genauso wie ich auch. Und die ZGAP ist also ein Artenschutzverein und die haben sich tatsächlich jetzt mal richtig Gedanken gemacht und wollen die Wirbellose in Sumatra oder auf Sumatra schützen. Das ist eine große Insel in Asien. Und da haben die also quasi Feldforschung gemacht für Schmetterlinge. Und das Ergebnis daraus ist ein 400 Seiten dickes Buch
mit ganz, ganz vielen Informationen über die Schmetterlinge, die auf Sumatra leben. Und das ist also eine ganz, ganz tolle Feldforschungsarbeit gewesen. Und das macht also richtig Spaß, in der ZGAP aktiv zu sein und solche Projekte zu unterstützen, wo sich wirklich keine Sau für interessiert. Das ist ja auch eigentlich das Thema der ZGAP, die hochbedrohte Arten zu schützen, die eben keine Bühne haben, keine Lobby sozusagen. Und Schmetterlinge ist ja da, glaube ich, ein ganz spezielles Thema, aber total toll. Und das ist ja auch die ZGAP-Kampagne Zoo dieses Jahres hängt ja auch daran, auch dass auch die ganzen Schweinearten und so weiter sind ja auch nicht so beliebt. Man denkt ja bei Artenschutz oft eher an Elefant, Nashorn und Tiger oder sowas. Ne? Also das ist eine tolle Sache mit den Schmetterlingen. Ja, und ich glaube, dass es halt viel, viel wichtiger ist, noch die Gesamtheit der Biodiversität zu schützen und eben nicht nur eben einzelne Arten. Und ich glaube, da macht die ZGAP schon wirklich einen richtig guten Job. Wer von euch die ZGAP nicht kennt, guckt einfach mal unter www.zgap.de oder in den Social Media Kanälen, weil die machen da nämlich auch sehr, sehr gute Arbeit. Und da könnt ihr mal vorbeigucken und gucken, was die quasi alles für den Schutz der Tiere machen. So, das vorerst letzte Thema in der Wildlife-Zeit, bevor wir über die Plumplori sprechen mit dem Marcel, ist nämlich der Schutz der himmelblauen Taggecko. Das ist einer der schönsten Gecko-Arten der Welt und tatsächlich auch einer der bedrohtesten. Der Zoo Erfurt, ja richtig, der mit den Nashörnern, der setzt sich nämlich auch für den Erhalt der himmelblauen Taggeckos ein. Zusammen mit dem Vivariumverein, mit der DGHT und der ZGAP, wie sollte es auch sonst sein, die setzen sich also zusammen in Tansania in einem riesigen Schutzgebiet von über 50 Hektar für diese kleine Geckoart. Ich halte mal eben kurz die Hand hoch, so groß ist sie nämlich nur, für den himmelblauen Taggecko ein. Und wenn man eine richtig tolle Echsenart, Geckoart sehen möchte, der guckt sich die mal im Internet an. Da gibt es tolle Bilder und die sind wirklich himmelblau. Und blauer geht's quasi gar nicht. Was ich da auch, wenn ich kurz Ja, reingrätschen darf, sagen kann, klar. dass tatsächlich werden wir diese Art auch bald im Zoo Dortmund zeigen, Ach cool, ja. weil eben auch dieser Artenschutzaspekt dahinter interessant ist. Das ist also noch jetzt quasi ein Geheimnis, was ich Oh. hier veröffentliche. Die sollen demnächst im Löwenhaus bei uns gezeigt werden. Das wird noch ein bisschen dauern, wir müssen dann noch eine Anlage herrichten und so weiter, aber dann werden die da demnächst zu sehen Und sein. spätestens dann komme ich mal vorbei und besuche Ja, dich mit den Plump-Loris in gerne. Zoo Dortmund. Und ich hoffe, dass ich vielleicht auch ein Stück näher dran kann. Und so wie Buschi jetzt bei dir wahrscheinlich ist, nicht, aber. Also so verschmust sind die Plumbloris bei uns auch nicht. Aber klar, da können wir auf jeden Fall mal was machen. Und genau das soll nämlich auch Thema jetzt werden. Verschmuste Plumploris. Ihr kennt sie wahrscheinlich aus Instagram, TikTok und so weiter. Diese Affen, die also wirklich, lass es mich so ruhig verspielt sagen, süßer geht es gar nicht. Mit einem Reiskuchen illegal gefangen, in irgendwelchen kleinen Käfigen hockend, am Reiskuchen mapfen. Die sehen wirklich ultra süß aus, aber das ist natürlich genau das Falsche, was wir nicht wollen. Und dafür setzt ihr euch ein vom Plumplori-Verein. Genau. Erzähl mal kurz, was macht ihr überhaupt? Du hast ja schon eine gute Einleitung jetzt hingelegt und tatsächlich ist ja dieses Niedliche bei den Plumploris ist ja genau, also deren Stärke, aber auch letztlich ja genau so das Verhängnis, was ja dazu führt, dass sie so viel gefangen werden. Das ist ein großes Phänomen in ganz Südostasien. Plumploris werden häufig gefangen, als Heimtiere gehalten, sind die häufigsten geschmuggelten ja, und auch gefangenen Primaten in Asien. Und werden eben aufgrund ihrer Niedlichkeit dann als Heimtiere gehalten, sehr verhätschelt rausgeholt und sowas. Da hängt ein riesen Rattenschwanz dran. Plumploris sind ja auch die einzigen Affen, die man kennt, die giftig sind. Die haben ja hier eine Armbeuge, so eine Drüse, wo die ein Sekret produzieren, bei Gefahr abschlecken und dadurch, also die benetzen dann ihre Die Zähne damit. Zähne damit, Genau, ja. und damit der Biss giftig. Und deswegen werden den häufig auch die Zähne dann abgeknipst oder abgefeilt, damit man die halten kann. Und mittlerweile sind in den verschiedenen Auffangstationen hunderte Plumploris. Viele können auch gar nicht wieder ausgewildert werden. Wir waren vor 3 Jahren, also 2019, waren wir einige Wochen unterwegs in Südostasien, mein Kollege vom Plumploris-Verein Ingo und ich, und wir haben uns da verschiedene Stationen angeguckt. Da waren wir zum Beispiel bei International Animal Rescue auf Java und die hatten damals 180 Plumploris und 130 von denen konnten aber nicht wieder ausgewildert werden, weil die eben genau solche Probleme hatten. Man kann Plumplori ohne Zähne natürlich nicht wieder Der entlassen. Ne? findet nichts zu fressen, das ist das Problem, ne? Und er Ja, kann sich auch nicht wehren gegen andere genau. Tiere. Solche Tiere müssen natürlich dann dauerhaft gehalten werden. Und das fand ich schon erschreckend, 130. Wir sind ja dann, also unser Projekt fing ja auf Sumatra an, was der gerade auch von den Schmetterlingen von erzählt. Und da sind wir eigentlich noch ganz am Anfang. Da ist das Phänomen aber auch ein bisschen anders als auf Java. Java mit Indonesiens Hauptstadt Jakarta hat ja auch sehr viel internationalen Tierhandel. Also die Loris gehen ja teilweise auch raus aus Asien und werden in die ganze Welt verschifft. Der Flori bei uns im Zoo Dortmund, einer der Zwergplumploris,
Der ist ja tatsächlich auch geschmuggelt worden nach Deutschland. Der wurde in Thailand illegal erworben 2015 von einem Deutschen. Der hatte mehrere Plumpullis gekauft und hat den dann im Handgepäck von Bangkok nach München geschmuggelt. Vorher musste er aber irgendwie schon nach Thailand geschmuggelt worden sein, weil da gibt es ja gar keine Ja, zwei genau, Plumpullis, also ja. der irgendwo aus Laos, Kambodscha, Vietnam oder so. Und der hat diese ganze Geschichte hinter sich. Wir sind jetzt gerade in einem anderen Fall noch dran. Letztes Jahr wurde ein weiblicher Zwergplumpulli in Niedersachsen beschlagnahmt. Da müssen wir auch mal gucken, wo wir ihn unterbringen. Wahrscheinlich werden wir den auch in Dortmund aufnehmen. Und wir haben ja aktuell drei, dann hätten wir vier. Ein Mann, drei Frauen würde ganz gut gehen. Also das ist auch ein internationaler Handel. Auf Sumatra, so kam ich ja gerade mit diesem Bogen da drauf. Auf Sumatra ist es noch ein bisschen anders. Da werden die sehr häufig beiläufig gefangen. Das heißt, die Farmer sind da irgendwo in den Plantagen, nehmen den Plumpulli, packen den in so einen provisorischen Käfig und dann halten die füttern die so ein bisschen. Da hatten wir zum Glück, wir hatten schon über 80 Tiere, aber noch nie einen, wo die Zähne abgefeilt oder abgeknipst wurden. Weil die einfach noch nicht so professionell sind an dieser Ja, Stelle, da gibt ja. es nicht so, ja, das ist mehr so ein beiläufiges Fangen. Da ist gar nicht so sehr dieser Heimtiertourismus ausgeprägt wie zum Beispiel auf Java. Also glücklicherweise, oder in Thailand ist das ja auch ganz schlimm. Also es gibt ja neun Arten von Plumpullis und das ist ja auch eine Schwierigkeit im Artenschutz dann, weil die rotieren ja auch innerhalb der südostasiatischen Länder und da muss man erstmal gucken, Was was ist das hat man die überhaupt? auch für einen, Ja, genau. ja. Auf Java, als ich da war, die hatten da Sumatra-Plumpullis, die hatten da natürlich den Java-Plumpullis, die hatten aber auch den Sunda-Plumpullis und du kannst ja nicht einfach dann so einen Sunda-Plumpullis nehmen und den einfach auf Java irgendwo in den Wald werfen, dann Das vermischst du geht ja gar nicht, alles. ne? Also das ist ein komplexes, großes Thema und auf Sumatra ist das mehr so eine lokale, regionale Sache. Aber wie gesagt, über 80 Tiere hatten wir da. Wir sind da jetzt seit 2018 aktiv. Finde ich schon ziemlich heftig, diese Zahl. Und wir arbeiten ja nur in Nordsumatra. Also Sumatra ist eine Rieseninsel, zweimal so groß wie Deutschland. Man denkt ja, Insel vielleicht so Wangerooge-mäßig oder so, aber ist ein Riesenteil. Und wir sind nur in Nordsumatra und auch in Aceh da oben aktiv. Also in so einem Fünftel von dem gesamten Insel. Und hatten eben in den paar Jahren jetzt, wir gehen jetzt ins vierte Jahr, da schon über 80 Tiere. Das ist also unglaublich. Also, ihr müsst euch das mal vorstellen. Also, Plumpullis sind also ähnlich wie der Senegal-Galagu, den wir hier haben, der übrigens auch beschlagnahmt wurde und hier bei uns in einem riesigen Gehege drin lebt und auch weiter züchten kann mit seiner Familie. Die Plumpullis sind also quasi Tiere, die also wie Meerschweinchen in kleinen Käfigen weltweit gehalten werden. Das ist also eine Katastrophe. Die werden also absolut nicht artgerecht in der Regel gehalten. Ganz, ganz wenige Menschen beschäftigen sich intensiv mit dem Thema und können die Tiere eben auch gut halten. Der überwiegende Teil ist also quasi illegal. Und man muss also wirklich unterscheiden. Also natürlich gibt es einen internationalen Transfer von Tieren. Genauso wie Menschen zum Beispiel von Berlin nach Bangkok fliegen oder von Berlin nach Sydney und wo auch immer auf der Welt, gibt es auch einen Transfer von Tieren. Das ist also für den Artenschutz erstmal ganz wichtig, weil wir müssen zum Beispiel auch mit dem Asiatischen Zooverband, die auch sehr, sehr gute Zoos betreiben, Tiere austauschen, um gesunde Populationen in den Zoos zu haben. Das ist der legale Tiertransfer, der sehr, sehr wichtig für den Artenschutz ist. Aber es gibt eben diesen illegalen Tiertransfer, wo, berichtige mich da bitte, falls ich da falsch liege, wo sehr, sehr viel Korruption auch noch dabei ist. Ja klar. Weil man kann ja nicht einfach so im Handgepäck irgendwas machen. Da muss schon der da bei der Kontrolle, der muss schon zwei Augen zudrücken, sage ich jetzt mal. Und das führt dann zu, diese ganze Korruption. Das heißt, es verdient natürlich einen riesen Rattenschwanz daran. Und die Schwierigkeit ist jetzt wahrscheinlich, jetzt kommen irgendwie Menschen aus Deutschland oder auch vielleicht aus internationalen Zooverbänden und versuchen, dieses Ganze zu unterbinden. Also wir sind erstmal als Zoos, ist erstmal wichtig, dass man den internationalen Transfer mit Arten aufrechterhält. Auf der anderen Seite kämpfen die Zoos, wie euer Verein zum Beispiel, auf der Initiative von Zoos für Zoos, aber gegen diesen illegalen Tierhandel. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil der Plumpullis ist ja tatsächlich auch durch diesen illegalen Tierhandel bedroht. Weil, vielleicht kannst du mal Marcel erzählen, was machen die Leute eigentlich mit den Affen, wenn sie die zu Hause haben? Tatsächlich ist das doch so ein bisschen auch diese Social-Media-Geilheit, zu sagen, Ja. okay, wir haben jetzt hier so einen Plumpullis zu Hause, der ist super süß, ich kann das in die Kamera halten, das ist cool für meine Follower. Also erklär mir mal kurz, wieso die eigentlich gefangen werden. Also meiner Erfahrung nach gibt es da regional große Unterschiede. Auf Sumatra, wo ich gerade ja schon so ein bisschen erzählt habe, ist das mehr so ein beiläufiges Fangen. Die setzen die in diese provisorischen, ja, ich sag mal Vogelkäfige, weil das ist wirklich schon meist so ein runder, kleiner Käfig. Und die nehmen die gar nicht raus oder so. Das heißt also, die halten die einfach da, füttern die so ein bisschen, hat da Also eigentlich, wie so ein Wellensittich. ja, so ungefähr, genau. Schrecklich, Leute. Das Ne? sind Und Affen, ja. Also.
Dann gibt es aber auch, was sich dann mehr so, was man mehr so beobachten kann, gerade wenn die Tiere nach Japan oder Russland oder China gehen, da hat man dann wirklich viel dieses auch von Social Media befeuerte, das sieht man auch viel bei YouTube, wenn man dann nach Plumploris und oder Englisch dann Slowloris sucht, wo die Leute dann, wie du gerade auch erzählt hast, mit den Reiskügelchen, die füttert und all solche Sachen. Und klar, das ist natürlich schon, entstehen dadurch gewisse Begehrlichkeiten, außer Frage steht das, ne, klar. Und ja, das Ganze führt natürlich dann auch zu einem, das sieht man gerade bei Japan, da, bei den CITES-Beschlagnahmen gab es ja hunderte von Beschlagnahmungen und natürlich auch viele Auffangstationen vor Ort, die die Tiere dann entsprechend unterbringen müssen. Und ein zweiter Faktor, der eigentlich fast noch ja, ein größeres Problem dann, oder zumindest ebenbürtig ist, ist eigentlich der Tourismus. Weil gerade in Thailand und auch in der Türkei zunehmend, das ist jetzt durch Corona natürlich wieder zurückgegangen, aber vor Corona, weil der Tourismus ja aufgehört hat, da gab es zum Beispiel in Marmaris sehr viele Fälle. Marmaris liegt am Mittelmeer in der Türkei, wo dann Leute, wie man das von Thailand kennt, also in Bangkok, auf den Floating Markets oder irgendwo in Phuket, stehen die Leute mit so einem Plumpluri am Straßenrand und dann kommen die Touris vorbei. Oh, was ist das denn? Ja, hier, Foto 5 Euro oder so. Und dann macht man so ein Bild damit. Das ist auch ein Riesenproblem. Also man hat einmal diesen illegalen Heimtierhandel und diesen Fototourismus, so nenne ich das mal. Instagram ist ja damit voll. Mittlerweile hat Instagram darauf reagiert, Plumploris findet man nicht mehr so gut, wobei ich auch gar nicht weiß, ob das so sehr, wenn man diesen Hashtag einschränkt, Slowloris, ob das so sehr, oder Plumplori, ob das auch so sehr dann eigentlich der Sache dient, weil die Tiere werden ja trotzdem dann gefördert. Du Ne? bist jetzt auch Ja, ich gerade mal war ein wieder bisschen sehr beliebt, ja. gegroomt hier. Aber er ist echt so nett. Passt ja auch super zum Thema. Da hast du ja am Anfang erzählt, ist ja auch ein Loriartiger als Buschbaby oder als Senegal-Galago, dein Kumpel hier, der Buschi. Ja, also deswegen haben wir den auch jetzt hier gerade im Büro am Rumturnen. Busch, ich erkläre das nur mal ganz kurz, Ja, nicht, auf dass die jeden Leute Fall. denken, okay, wir haben jetzt hier ein Buschbaby, der relativ zahm ist und wir sagen gerade, ey, nee, Das, mach das genau. auf jeden Fall nicht. Also Buschi ist also ein beschlagnahmtes Tier, also er war von Anfang an sehr an Menschen bezogen und ich musste ihn tatsächlich auch mit der Hand aufziehen. Ich habe den so halbtot bekommen, der war Okay. 32 Gramm schwer, ungefähr so groß. Mit seinen Eltern zusammen und diese Beschlagnahmung, das war also wirklich katastrophal. Also die Tiere wurden also ursprünglich auch sehr, sehr schlecht gehalten, sind dann in eine Auffangstation für Wildtiere gekommen bei einem Freund und der hat gesagt, ich kann sie von Platzgründen nicht halten und dann haben wir gerade also wirklich eine riesige Anlage hier für so kleine Äffchen aufgebaut und haben die dann eben aufgenommen und der Buschi ist halt einfach sehr, sehr menschenbezogen und der hilft mir jetzt quasi dabei, Menschen aufzuklären, dass das eben kein Haustier ist. Also ich meine, unser Büro hier ist 160 Quadratmeter groß. Den Tieren geht es hier gut. Ich bin selber also auch Tierpflegemeister. Ich kann die also auch versorgen. Und es gibt eben viele Menschen, die das nicht können. Und das sind also solche Tiere sind einfach, weil es sind einfach keine Haustiere. Es sind keine Pets. Es sind einfach Wildtiere und die gehören auch in die Wildnis. Oder halt eben in der Betreuung von professionellen Leuten. Und das kann ja auch eben was Positives sein, weil ich weiß jetzt nicht, kannst du was zu den Beständen der Loris in der Natur sagen, wie viel es davon noch gibt? Also kannst du Also, es da kurz mal sind wir ja einmal. auch dran. Ich habe ja gerade so ein bisschen erzählt von unserem Projekt auf Sumatra und wir haben jetzt auch ein neues Projekt gestartet im letzten Jahr. Also, wir freuen uns sehr, dass wir dann da weiter auch woanders aktiv werden konnten und zwar in Bangladesch. Da haben wir, also der Plumploris e.V., im letzten Sommer eine Vereinbarung mit der Naturschutzbehörde, dem Forest Department, getroffen, die Ach uns cool, eine, ja. ja, also ganz, ganz neu jetzt quasi, wir fangen auch gerade erst an, damit das so überall in den sozialen Medien so ins Geschichten erzählen zu gehen. Und wir haben da eine Vereinbarung darüber getroffen, dass wir also Plumploris aus illegaler Haltung oder verwaiste Tiere, das kann ja auch mal vorkommen, dass wir die aufnehmen dürfen, dass wir auch forschen dürfen mit Plumploris und dass wir die Tiere auch wieder auswildern dürfen. Und da haben wir im Lavacara Nationalpark, das liegt so im Osten von Bangladesch, haben wir im Lavacara Wildlife Center einen Gehegekomplex zur Verfügung gestellt bekommen von der Naturschutzbehörde. Was ja schon mal sehr viel Geld Das ist auch natürlich spart und mega, besser ne? geht eigentlich gar nicht, ne? Ja. Und da haben wir jetzt aber natürlich, weil das war eigentlich eher für große, da gibt es auch viele Gibbons in Bangladesch, für größere Affen angelegt, Makaken und hier, da haben die auch viele Languren und so. Und wir haben das Ganze jetzt umgebaut. Wir haben da ja auch als Hauptsponsor die Artenschutzstiftung vom Zoo Karlsruhe, die das komplette Projekt auch finanziell unterstützt.
Da belaufen die Kosten im ersten Jahr sich auf ungefähr 28.000 Euro. Oh, Das das ist übernimmt die schon eine Menge, Stiftung. ne? Ja, Also. also wir mussten aber halt auch das Gehege einrichten, also eine komplette Infrastruktur schaffen. Wir machen aber auch, und so kam ich da drauf, wir machen jetzt auch eine Studie, eine umfangreiche Studie, die dauert ungefähr 8 Monate, wo wir in einem bestimmten Teil von Bangladesch mal gucken, mit Wildkameras zum Beispiel, wie viele Plumploris leben da überhaupt, wie hoch ist die Dichte. Und das ist ja auch dann wiederum sehr wichtig. Wir haben ja dann den bengalischen Plumplo in Bangladesch, um dann eben die Tierart entsprechend unter Schutz stellen zu können, weil klar, man hat ja die rote Liste dann global, aber auch dann natürlich nochmal regional. Ist der vielleicht in Bangladesch stärker bedroht als woanders oder ist die Situation vielleicht sehr gut? Und das heißt, wir machen da also einmal dieses Artenschutzprojekt, dass wir Tiere aufnehmen, auswildern, aber eben auch sehr viel Forschung. Wir haben da auch Brücken gebaut für Plumploris, 8 Stück im Safari-Nationalpark. Das ist quasi ein Nationalpark weiter und der ist sehr von Straßen durchzogen. Und das ist eigentlich ein total gutes Projekt, weil es so einfach, Das aber auch haben wir gut ist. in Kenia auch gemacht. Also erzähle ich gleich nochmal, aber ich finde Ja, es mega. Die Brücken sind super. genau, also Brücke klingt ja auch erstmal gut, aber im Prinzip sind das eigentlich nur so Seile. Wir haben auch eine etwas solidere Brücke mit so, ja, wie so eine Hängebrücke, aber die Tiere bevorzugen eher die Seile. Das heißt, wir gehen auf den Baum, ziehen ein Seil rüber auf die andere Seite und so können die Tiere dann sicher die Straße überqueren. Dann haben wir Kameras auf beiden Seiten, posten wir auch regelmäßig beim Plumploris e.V., bei Facebook und Instagram, dass man sieht, was sich da so rumtreibt. Und klar, wir hatten natürlich, das war ja auch unsere Hauptmotivation, schon bengalische Plumploris drauf, die dann eben nicht die Gefahr laufen, überfahren zu werden, sondern bequem rüberlaufen können. Aber wir hatten auch schon Brillenlanguren, die die Brücken genutzt haben, Makaken, also zum Beispiel Rhesusaffen. Wir hatten da Gleithörnchen drauf und Schönhörnchen. Also sollte man, also ich finde das mit den Brücken, ich kenne das also aus Kenia, weil wir auch mit diesem Kolibus Conservation Center zusammenarbeiten, die übrigens auch die Buschbabys hier schützen. Mit denen arbeiten wir schon seit 6 Jahren zusammen, bin auch offizieller Partner von denen. Und da haben wir eben auch viele Brücken da, Hängebrücken quasi über die Straße finanziert. Und ich glaube, dass es einfach auch gerade für Primaten und wie du schon sagtest, für viele, viele andere Tiere eigentlich wirklich ein globales Problem ist. Wir in Deutschland brauchen ja Brücken für Tiere, die kosten ja zig Millionen Euro. Das ist aber eher was für Hirsche und so weiter. Aber auch in den, ich sag mal, eher Schwellenländern oder Entwicklungsländern brauchen diese Tiere, die also wirklich sehr, sehr anfällig für Verkehrsopfer sind, also als Verkehrsopfer sind. Und da brauchen wir wirklich häufiger diese Brücken. Also ich glaube, dass wir das wirklich tatsächlich zu einer globalen Situation auch vielleicht auch gerade in den Ländern, wo Primaten leben und auch andere Tiere, dass wir diese Brückentechnik auch nochmal gemeinsam wirklich weiter, ich sag mal, nach draußen feuern. Und Leute, wie cool ist das denn, wenn ihr zum Beispiel euch besonders für solche Plumploris oder für solche Primaten interessiert, guckt doch einfach mal auf der Seite vom Plumplorifahren. Da seht ihr nämlich die wilden Plumploris oder vielleicht auch mal die Plumploris vom Zoo Dortmund, die Auch gerettet regelmäßig, ja. wurden und dort vielleicht auch gezüchtet werden in Zukunft. Und das ist wahrscheinlich der richtige Weg, dass ihr euch lieber diese Arbeit anguckt, anstatt die Plumploris, die zum Beispiel vielleicht in der Küche sitzen und da irgendwelche Reiswaffeln futtern von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben und die dann wirklich ein unterdurchschnittliches Alter nur erreichen können, weil sie eben so schlecht erhalten werden. Also Das das ist also. ist ja auch wirklich ein Problem. Wir sind jetzt gerade wieder an einer neuen Beschlagnahmung dran von einem Zwergplumpluri in Niedersachsen, wie gesagt. Und das Tier ist schon gerade in tierärztlicher Behandlung. Und da sieht man eben auch, es ist ja auch durchaus anspruchsvoll, einen Plumpluri zu halten. Na Weil ein klar, Plumpluri also. ist ja schon in gewisser Weise Nahrungsspezialist. Ja. Klar hängt das auch so ein bisschen ab von dem Lebensraum, den der bewohnt. Manche leben im Primärregenwald, Sekundärregenwald oder in menschlich geprägten Gegenden. Aber es ist eben so, dass der hauptsächlich Baumsäfte frisst. Und viele füttern ihn ja mal mit Obst. Und eine dauerhafte Obstfütterung führt ja dann zum Beispiel zu einer Diabetes. Und das wiederum führt zu einem grauen Star. Ja. Also man hat dann richtig die Augen ganz trüb. Und das Blind, ja, Problem haben wir fast, jetzt zum ja. Beispiel bei diesem Tier in dieser Beschlagnahmung. Da kann man das ganz eindeutig sehen. Also wozu dann so eine falsche Ernährung über, es ist ja 12 Jahre gehalten worden in einem Wohnzimmer, also hier in Deutschland, nicht gar nicht irgendwo in Asien, in so einem Papageienkäfig. Und ist dann auch nur zufällig der Polizei aufgefallen. Ich habe da leider noch nicht so viele Hintergrundinfos, weil es ist ja immer so, wenn so ein Strafverfahren läuft, können die da nicht aus dem Nähkästchen plaudern, die Ja. ganzen Leute, die da involviert sind. Beim Flori, diesem Zwergenflori, den wir übernommen haben, der aus Thailand nach Deutschland geschmuggelt wurde, musste ich auch 2 Jahre warten, bis die Naturschutzbehörde der Stadt Leipzig mir endlich mal da die Infos geben konnte, auf die ich ja brennend gewartet habe. Und daher weiß ich, Katastrophal, ne? ja, es ist ja gut, dass das Strafverfahren dann irgendwann abgeschlossen wurde, aber daher weiß ich auch erst seit ungefähr, ja, so jetzt ungefähr einem Jahr, dass da eben im Handgepäck geschmuggelt wurde und dass da für 55 Euro zusammen mit 3 anderen Plumploris gekauft wurde in Thailand. Und in Gott, ja. Europa kann man die ja verkaufen für Preise von 3, 4, 5, 6, 7, 8.000 Euro. Also ist wahrscheinlich so ein bisschen Verhandlungsbasis natürlich da auf dem Schwarzmarkt. Und das ist natürlich schon
Schon ganz schön erschreckend. Also die Senegal-Galagos, die wir haben, wir ernähren die ja auch mit Baumsäften, mit so einem Gummi Arabicum, was man auch für die Krallenaffen auch sehr gut nehmen kann. Und natürlich mit vielen Insekten auch. Also die essen ja viel mehr Insekten, als wir eigentlich glauben. Und das ist, ich glaube, das ist einfach auch einfach diese Unkenntnis. Und man darf halt nicht vergessen, die Zooleute, also wir haben Erfahrung von 150 Jahren Tierhaltung. Das ist so viel Wissen, was da auch dokumentiert wurde. Wir können natürlich solche Sachen zusammenschließen und dann das Beste wirklich auch für die Tiere rausholen, wenn wir in solchen Situationen kommen. Das können viele, viele anderen eben nicht, die, sage ich jetzt mal, vielleicht bei Null starten. Und deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, dass auch gerade wir aus Deutschland, also man könnte sich ja die Frage stellen, ja, wieso machen das vielleicht nicht die Behörden oder die Artenschutzverbände vor Ort in Asien, sondern es ist eben wichtig, dass wir aus guter deutscher Arbeit, sage ich jetzt, aus guter deutscher Dokumentation auch diese Erfahrung mit in diese Länder reinbringen, um zu sagen, okay, hey, pass auf, wir wollen euch helfen, wir haben die Information, wir können das, wir unterstützen euch. Und erstmal, ey, Riesennachricht, finde ich, dass ihr jetzt da eine Kooperation in Bangkok, in Bangladesch mit der Naturschutzbehörde da quasi organisiert habt, dass ihr da sogar Verträge machen konntet. Und das ist natürlich ein Riesenerfolg. Also ihr müsst euch vorstellen, da kommen irgendwelche Deutschen vorbei und wollen denen erzählen, zum Beispiel als Beispiel den Kanadier, wie man Bäume fällt. Das wollen die nicht hören. Aber wenn man dann schafft, diese Brücken zu schlagen und zu sagen, pass auf, wir wollen zusammenarbeiten, dass man dann in Zukunft noch was erreicht, weil es mit dem Plump-Loris wirklich auch ein internationales Problem ist. Einfach, ja, und ich denke, wichtig ist vor allem natürlich auch immer, dass es ja auf Augenhöhe stattfindet. Ne? Das ist ja ganz klar, weil wir wollen eben nicht dahin kommen und sagen, so, wir zeigen euch jetzt mal, wie man das macht. So. Ne? Ja. Gerade in Bangladesch haben wir zwei super Mitarbeiter gefunden, den Hassan und die Mayan. Hassan hat gerade seinen Master gemacht in Zoologie, sucht noch jemanden für ein Thema für eine Doktorarbeit, will auch wahrscheinlich was zum Plump-Loris machen. Also sind richtige Forscher und die sind ja auch, also wir arbeiten da ja einfach Hand in Hand. Also er kennt den ganzen Forschungshintergrund, er ist da super vernetzt und wir können eben auch noch unser Know-how, gerade auch in der Tierhaltung, das sehe ich auch so wie du. Es gibt ja auch super Zoos in Asien, gar keine Frage. Ja. Aber ich glaube, weltweit würde ich eher sagen, ist die Stärke der Zoos ja schon, sich im Artenschutz einzubringen, immer mehr einzubringen, mit all diesem Know-how, das wir haben. Mhm. Dass wir da hingehen, wir wissen eben, wie du sagst, seit Jahrhunderten, wie man Tiere hält, wie man Tiere züchtet. Und da würden ja andere vielleicht bei Null anfangen müssen. Und deswegen verschmilzt das ja auch immer mehr so, das Engagement der Zoos ex situ, also außerhalb des natürlichen Lebensraums, in den Zoos, in den Artenschutzzucht, also Erhaltungszuchtprogramm und eben in situ vor Ort, in den Stationen. Viele Zoos haben ja auch mittlerweile Stationen, wie zum Beispiel der Zoo Leipzig mit dem EPRC in Vietnam oder der Zoo Münster mit dem ACCB da in Kambodscha und so. Ne? Ja. Und das ist ja auch toll, der Weg, den die Zoos da jetzt einschlagen. Ja. Also ich glaube auch, dass das in Zukunft einfach noch mehr und noch wichtiger wird. Also ich bin ja selber auch Dozent in der, an der Grünen Universität in Leeuwarden in Holland. Und da wird das tatsächlich nächste Woche Mittwoch auch Thema sein. Also die Arbeit der Zoos für den Artenschutz. Ich sag immer, die 150 Jahre Zoogeschichte, der moderne Zoogeschichte, die haben uns zu Tierexperten gemacht. Und dass wir in Zukunft sind mit diesem Wissen, dieser Tierexpertenwissen, müssen wir Artenschutz betreiben. Weil wenn wir es nicht machen, wer soll es sonst machen? Ne? Das ist immer die Frage, ey, ohne Zoos nichts los, dann ist der Wald einfach mal stumm. Ich war schon in so vielen Wäldern, wo keine Vögel mehr piepsen, wo keine Tiere mehr leben, wo kein Unterholz ist. Und das muss sich einfach in Zukunft ändern. Da können wir wirklich super viel leisten. Und Leute, also drückt mal ein Herzchen, wenn ihr den Marcel richtig cool findet und seine Arbeit, weil das ist nämlich auch super, jetzt kommen nämlich auch die ersten Herzchen, perfekt, das ist einfach unglaublich und ich freue mich einfach tierisch, dass er sich so einsetzt für diesen Plump-Lori-Verein und für den Arterhalt dieser wirklich ganz, ganz besonderen Tiere und ja, also wahrscheinlich könnten wir noch 2 oder 3 oder 4 oder 5 Tage über dieses Thema sprechen. Marcel, ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und wenn ihr noch irgendwie mehr über den Plump-Lori wissen wollt, über den Artenschutz, über die Initiative, die der Zoo Dortmund auch im Speziellen für den Artenschutz einsetzt, und der Plump-Lori-Verein und der Zoo Karlsruhe und Wildlife Service und einfach bleibt neugierig. Und euer Interesse für die Zoos ist ganz, ganz wichtig. Besucht uns, kommt vorbei, spricht uns an, unsere Mitarbeiter, wir selber, wir sind immer für ein Gespräch da. Auf jeden Fall. Auch wenn wir vielleicht mal gerade im Stress sind, dann sagen wir es natürlich auch, wenn irgendwie ein Tierthema gerade im Notfall ist. Aber ansonsten sind wir für Kommunikation immer offen. Ich glaube, Marcel wird nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch zu einem anderen Thema nochmal sprechen. Ja.
Ich sage erstmal, wie gesagt, danke, dass du da warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte und danke für eure Gastfreundschaft. Und bis zum nächsten Mal, würde ich dann einfach sagen. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann könnt ihr natürlich einfach unseren Kanal Die Wildlife-Zeit auf YouTube abonnieren oder Zoo- und Tierpark-Service auf Instagram, Facebook oder sonst irgendwo. Und wir haben richtig viele Artenschutz-News, wie zum Beispiel heute immer für euch live oder eben auf YouTube zum Nachschauen. Ein paar Tage später in unserem Feed gibt es über 500 Beiträge. Ich habe gesehen beim Zoo Dortmund diese ganzen tollen Beiträge, die ihr auf Social Media macht, über eure Artenschutzarbeit. Ich würde mir wünschen, wenn ihr euch vielleicht jetzt überlegt, nicht heute, vielleicht auch nicht morgen, aber den nächsten Tag, wenn ihr euch für Artenschutz einsetzen wollt, bleibt neugierig und tritt vielleicht auch zum Beispiel mal in so einen Artenschutzverein ein. Der eine investiert sehr, sehr viel Zeit, der andere vielleicht etwas weniger, aber euer Beitrag für den Artenschutz könnt ihr damit generieren, indem ihr einfach Mitglied werdet. Ganz einfach, es kostet nicht viel Geld. Was wir brauchen, ist euch einfach als Menschen, als Manpower, dass ihr Bock auf Artenschutz habt. So, wir Ja. verabschieden uns jetzt erstmal. Wir müssen jetzt nämlich noch die Buschis füttern. Da bin ich gerne dabei, ja, auf jeden Fall. Und ich sage danke erstmal an alle Zuhörer und Zuschauer und bis bald hier in der Wildlife-Zeit. Danke, Marcel. Ja, gerne. Tschüss.